Erasmus-Projekt. Es entstand im Religions- und im Konfirmandenunterricht. Ich hatte Schülerinnen und Schüler, Konfirmanden gefragt, wie sieht Gott aus? Und meine Frage an die Schüler war, wie kann man für den Glauben werben, und zwar mit genau diesem Medium, dem Medium-Bus. Den Bus, den wir hier sehen, ist eine der Antworten der Schülerinnen und Schüler. Wir hatten 160 Entwürfe etwa und ausgewählt wurde dieser Entwurf von der Pröbstin Carmen Ralf und von mir als Siegerbeitrag für diesen Wettbewerb. Angefangen haben die Schüler mit der Frage, wie sieht Gott aus? Und genau diese Frage haben sie vorne an den Bus gestellt. Wie sieht Gott aus? Das ist die Frage, mit der die Leute, die mit dem Bus losfahren wollen, praktisch begrüßt werden. Die Antwort auf die Frage, wie sieht Gott aus, gibt schon die Bibel. Und den Vers aus dem 1. Buch Mose haben die Schülerinnen und Schüler, die Konfirmanden, hinten auf dem Bus geschrieben. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Wenn man sich nun fragt, wie sieht Gott denn nun aus, bietet auch der Bus eine Antwort, und zwar hier an der Seite. Gehen wir mal rum. So, Ausrufungszeichen. Oder so, Fragezeichen. Nein, so, ganz dagegen. Oder so. So, so. Es ist so, dass Gott eben viele Gesichter hat, völlig unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen. Könnten Sie uns noch mal eben schildern, wie sind Sie selber dazu gekommen? Als Busunternehmer ist ja jetzt nicht alltäglich, einen Bus des eigenen Unternehmens so beschriftet sein zu lassen. Also für mich war es eigentlich wichtig, dass man zeigen kann, dass man auch in der Kirche etwas umsetzen kann. Und so war das eben halt ja auch bei den Konfirmanden von der Initiation, die sie ja selber ja auch praktisch ja vorangetrieben haben, dass man eben halt nicht nur in der Kirche etwas Abstraktes ist, sondern auch etwas ist, was man anfassen kann, was auch in der Tatsächlichkeit, in der Wirklichkeit auch gibt. Und dass man eben halt auch in der Kirche was umsetzen kann. Ich denke da speziell. Kannst du dich daran erinnern, was du gedacht hast, als du diese Frage gesehen hast, mit der der Bus ja ankommt, wenn der so vorne an die Bushaltestelle fährt? So, haben sie das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, alles so, und dann saßen die Kinder hier drinnen. Und dann die Pfeile, die hier hochkommen. Wie sieht Gott aus? Ja, so, so oder so. Und dann haben wir uns eben gefragt, wie das aussehen könnte und ja. Was hast du gedacht, als du den gesehen hast? Ey, was soll denn die Frage jetzt oder so? Ja, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie er aussieht. Und das, ja, Kleinkinder mussten sich natürlich immer gleich auf die Plätze setzen, wo das so und dann Ausrufezeichen stand. Und dann wollten die so aussehen sozusagen. Aha, das ist ja interessant. Das heißt, die Kinder haben ein Interesse daran, zu zeigen, dass etwas von Gott bei ihnen zu sehen ist oder so? Sozusagen, ja. Wie verstehst du denn das mit den Pfeilen hier überall an der Seite und so? Ja, man kann sich halt nicht vorstellen, wie Gott aussieht. Dass er halt, ja, dass er andere hier Gestalten halt annehmen kann, was weiß ich. Für mich ist das Wichtigste, der Clou an der Sache, Gott hat so viele Seiten, so viele Gesichter, wie es Menschen gibt auf der Erde. Gott zeigt sich mal als junges Kind oder mal als alte, erfahrene Frau, als Mann, als Jugendlicher, als Jugendliche. Zur Integrationsdebatte in den letzten Wochen, finde ich, gibt dieser Bus auch einen ganz guten Hinweis. Wenn schon in der Bibel die Vielfalt des Gottesbildes angelegt ist, dann gilt das unter Menschen umso mehr. Es wäre völlig widersinnig, irgendwelche Gruppen oder auch andere Religionen auszugrenzen, wenn schon Gott von Anfang an Menschen nach seinem Ebenbild formt. Jedem Menschen zeigt sich etwas von Gott. Ich finde das einen fantastischen Gedanken. Und ich glaube, es ändert sich sehr viel im Leben, wenn man sich darauf einlässt, dass in jedem von uns etwas von Gott durchscheint.